Hey zusammen, heute stellen wir euch Trinity 7 vor, ein Anime, den wir vom 25.06. bis zum 1.07.2015 geguckt haben, weshalb wir auch nur die erste Staffel geguckt haben. Jo, der Anime basiert auf einem Manga, welcher im Jahre 2010 released wurde. Der Anime selber wurde erst im Jahre 2014 rausgebracht. Jedenfalls geht es im Anime darum, dass aufgrund einer mysteriösen schwarzen Sonne die Heimatstadt der Hauptfigur Arata zerstört wird. Die ist irgendwie nur eine Illusion, aber Aratas ganzes Leben wird dadurch erschaffen sozusagen. Und daraufhin erscheint ein Grimoire, die sich als Erschaffer dieser Welt entpuppt. Außerdem erscheint kurz darauf Lilith, eine Magierin, die ihn vor ein Ultimatum stellt. Nun haben wir ein paar Pro- und Kontra-Argumente für diesen Anime angeguckt, ob man ihn sich ansehen sollte oder nicht. Ich habe dabei die Pro-Seite übernommen und Raphael hat die Kontra-Seite übernommen. Somit beginnen wir jetzt erst mit der Pro-Seite. Also der Anime ist auf jeden Fall sehr lustig. Der Hauptcharakter Arata ist so ziemlich einer der schlimmsten Pervs der Anime-Szene. Deshalb ist dieser Anime für Edgy und Harem-Fans ein Muss. Aber er ist auch bestimmt für Anime, Magie-Fans geeignet, da dieser Anime auch ziemlich viel mit Magie zu tun hat. Dieser Anime referiert auch sehr gern zu anderen Animes. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass der Anime zu Natatsu no Taizai referiert, weshalb die Seven Deadly Sins erwähnt werden, oder zu Serikai no Blade Dance, da es in der ganzen Geschichte um einen Demon Lord geht. Wir haben uns auch noch als Pro-Argument aufgezeichnet, dass wir sehr lange gebraucht haben, um irgendwelche Kontrapunkte an diesem Anime zu finden. Zuletzt haben wir uns dann nur noch aufgeschrieben, so kleine Makel oder, keinen kleinen Makel, sondern eher so kleine Nebensachen, was uns aufgefallen ist, aber was nichts Seriöses ist. Der Anime ist auf jeden Fall für Anfänger geeignet, da dieser Anime sehr viel Lachflash, ein cooles Intro und ein cooles Outro, coole Charaktere und schöne Background-Musik hat, zudem noch ein sehr advancedes Drawing hat. Ganz zuletzt war nur noch, dass der Anime es immer noch schafft, Situationen in sehr lachhafte und dadurch sehr lebhafte Situationen und danach hin wieder auch in sehr seriöse Situationen zu wechseln. Also dieser Anime macht ziemlich seriöse Situationen einfach zu irgendeinem Lachshit. Jo. So, und jetzt kommen wir mal zu den wenigen Kontrapunkten, die wir gefunden haben. Und zwar wäre das zum einen die etwas unrealistische Darstellung von Frauen, okay, Frauen kann man sie nicht nennen, also Mädchen gegenüber Arata, die verlieben sich sofort insta in den, also das ist auch gegenüber anderen Edgy-Animes nicht so extrem wie, also in diesem Anime ist es ziemlich extrem gegenüber denen. Und der Plot ist auch ein bisschen eintönig, aber das kennt man, wenn man viele Edgy-Animes gesehen hat. Außerdem ist es manchmal ein bisschen random. Da denkt man manchmal, what the fuck is happening? So, ja. Also, abschließend kann man sagen, der Anime ist echt gut. Wir geben ihm 9 von 10 Punkten und man kann ihn auf jeden Fall an alle Edgy- und Comedy-Fans weiterempfehlen. Und auch an Anfänger. Leute, die halt mit Edgy nichts anfangen können, für die ist es halt nichts. Ja gut, das war jetzt unser erstes Anime-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Video bewerten. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir werden in Zukunft vielleicht noch ein paar mehr machen. Kommt eben ganz drauf an, wie wir Lust und Zeit haben. Und das war's. Bis demnächst.